Ja, hallo, ich grüße euch. Heute kam mit der Post dieses Modell. Es handelt sich immer wieder um eine Baureihe 151 in Ozeanblau-Beige. So eine habe ich zwar schon, allerdings von Roco. Das ist jetzt ein Modell von Fleischmann. Da wollte ich auch mal wieder eine von haben, sprich ein Fleischmann-Modell. Ja, die habe ich relativ günstig geschnappt im eBay. Hat mich jetzt gekostet, inklusive Versand 36 Euro. Und ich denke mal, dafür kann man sowas alle mal mitnehmen, ne? Aufgemacht habe ich das Gerät schon. Der hat hier unten eine Zentralschraube, die nimmt man raus. Und dann kann man halt hier den Lockkasten mit ein bisschen drücken. Hinter den Führerstandstüren kann man das dann abheben. So, geht der Lockkasten raus. Innen drin sieht das so aus. Zwei Abnehmer für die Pantographen. Ansonsten ist hier ein Oberleitungsumschalter dran. Führerstände sind dran. Führerstand 1 hat ein Püppchen, ne? Das ist auch schon mal gut. Ja, ansonsten ist da nichts so zu sagen. Das Modell selber ist schon sehr, sehr alt. Kann man woran erkennen? Ganz einfach. Na ja, gut, Glühbirnen haben die schon noch länger gehabt. Aber das ist hier mal wieder ein Modell, wo der Motor ein Metallmotorschild hat, das nicht massefrei ist. Ja, und das heißt, das muss ich dann mal wieder massefrei machen. Heißt, das wird dann ein bisschen, ja, aufwendiger als mit massefreiem Motorschild. Da muss ich gucken, was vielleicht ein bisschen tricky wird, weiß auch nicht so genau. Eventuell will ich ja auch wieder einen Lichtwechsel rot-weiß haben. Dieses Modell hat jetzt aber gar keinen roten Lichtleiter. Da ist einfach nur so ein rotes Plastik-Inlay da drin, ne, was man dann hier hinten als rot erkennen kann. Aber Lichtleiten tut das nicht. Da muss ich mir was überlegen, was ich da mache. Eventuell kommen mir da Tower-LEDs so in den Kopf. Die haben ja so einen langen, ja, einen langen Kopf eben, ne? Der passt normalerweise eigentlich in diese Modelle ganz gut rein. Muss ich gucken, ob das eine Lösung für dieses Modell ist. Das muss ich mir gleich alles in Ruhe mal angucken. Auf jeden Fall werde ich den Apparat erstmal weitestgehend zerlegen. Da das Ding auch relativ schmutzig ist, muss ich da einiges sauber machen und auch Getriebe reinigen und, ne? Heißt, der Kollege wird erstmal demontiert. Ja, fange ich an, hier oben erstmal diese Platine abzuschrauben. Haben wir hier zwei Schrauben. So, das kann man dann hoffentlich abnehmen. Gut, die Kabel sind jetzt hier ein bisschen stramm dran. Das macht nichts. Die fliegen sowieso alle raus. Ja, dann geht die Platine schon mal so ein bisschen hoch. Ja, die Kabel haben sie relativ stramm verlegt, sehe ich hier. Das schwarze Kabel ist auch relativ knapp gelegt hier dran. Ja, muss gerade kurz einen Moment warten. Der Lötkolben ist am Aufheizen. Und ansonsten, das Modell habe ich mir mal so ein bisschen angeschaut. Großartig beschädigt ist das nicht. Heißt, für den Preis, denke ich mal, ist das allemal okay. Kann man nicht meckern, das passt schon. Gehäuse müsste ich vielleicht mal ein bisschen reinigen hier. Aber gut, Alterungsspuren sind das eben. Sieht gleich ein bisschen nach Used aus. Gut. So, der Lötkolben ist kurz vor fertig. Dann kann ich hier schon mal anfangen, diverse Leitungen zu entfernen. So, die Platine, ob ich die weiterverwende, weiß ich noch nicht. Ich denke tendenziell eher nicht. Oder da werde ich mit Sicherheit eine MTC21 reinbauen. Jetzt müsste man die Motorraumattrappe kann man abnehmen. Da will ich gerade mal gucken, gibt es dann vorne oder dann hinten. Ja, gibt es. Das ist mal die umdreht. Geht das auch? Ne, umdrehen kann man die nicht. Ha, das ist ja lustig gemacht. Also umdrehen kann man die nicht aus Versehen. Entschuldigung, muss ein bisschen rausfahren. Weil die haben hier eine unterschiedliche Weite. Und dementsprechend ist der Metallrahmen hier auch unterschiedlich breit. Also vertauschen geht das schon mal nicht. Das passt also nur in eine Richtung drauf.
Daher brauche ich mir da auch keine Markierung dran machen. Das Ding lege ich erstmal beiseite, in der Hoffnung, dass ich es nachher nicht vergesse beim Einbau. So, hier ist entsprechend Platz in dem Bereich für eine MTC21 Schnittstelle. Halt, Stopp, zurück. Da natürlich nicht, da ist das Loch, ne, für die Befestigung. Das heißt, die Platine kann ich dann hier eventuell aufkleben, dass die hier in diesem Bereich Platz findet. Ja, muss ich gucken, muss ich mir irgendwas basteln. Auf jeden Fall nehme ich jetzt erstmal weiter in die Trägestelle auseinander. Das funktioniert wieder, indem man die hier so ein bisschen zusammendrückt. Dann gehen die hier unten aus der Führung raus und dann kann man die nach unten rausnehmen. Das ist erstmal Nummer Uno. So, jetzt will ich hier auch nochmal ganz kurz gucken. Das heißt, dass die breite Öffnung ist da, wo der Motor ist. Sprich, das ist hinten. Gibt es da auch irgendwie, nicht, dass ich Düdel das vergesse hier. Also ich mache mir da mal ein M drauf für die Motorseite. Im Eifer des Gefechtes vergisst man es dann vielleicht doch irgendwie. Keine Ahnung, ich kenne mich. Man wird ja nicht neuer, ne? Und dann vergisst man so einen Kram. So, das geht genauso leicht raus wie das auf der anderen Seite auch. Die werde ich dann auseinandernehmen, reinigen. Jetzt mache ich erstmal diesen Lampenbauterkram da vorne raus. Da ist dann auf jeder Seite ein Messingblech, auf dem die Glühbirne mit einer Fassung befestigt ist. Das kommt raus. Also wie ihr seht, das Zerlegen, das geht eigentlich immer relativ zügig. So, diesen Kram hebe ich mir auf. Wer weiß, für was man es mal gebrauchen kann. Ne? Ein Schräubchen brauche ich wahrscheinlich auch erstmal nicht. So, und jetzt kommen wir zu diesen besagten Pseudolichtleitern. Diese roten Dinger hier, die da drin sind fürs rote Rücklicht. Na, also das kann man. Das ist halt reines Plastik, Vollplastik, also da leuchtet nichts. Ne? Das kann man vergessen. Keine Chance. Jetzt muss ich gucken. Ich hatte ja in weiser Voraussicht, wo ich das Modell gekauft habe, schon mal nach Tower LEDs geguckt, aber ich habe mir natürlich noch keine bestellt. Dummerweise. Das hätte ich wohl machen sollen. Dann wären die nämlich jetzt schon da. Ich habe hier nämlich nur diese runden, roten LEDs und die sind natürlich von Gehäuse viel zu fett. Das heißt, die Biester passen da nicht rein. Abschleifen will ich die auch nicht. Obwohl, mal gucken, wie weit. Nein. Also, wenn ihr da den Vergleich seht, die sind schon sehr dick. Das sind halt 3 mm. Das ist vielleicht 1,5, wenn ich das hier richtig sehe. Das ist also nicht so dolle. Guck. Also, Tower LEDs sind halt die Viecher hier, ne, mit diesem langen Köpfchen da dran. Und mit ein bisschen Glück passt das Ding da rein. Ja, kann man sehen, das kann man schön da reinstecken. Ja, Problem ist, wie gesagt, ich habe jetzt keine roten. Ne? Das heißt nur die weißen. Und da sind auch noch klare, also hellweiße. Kann ich ja jetzt partout gar nicht gebrauchen. Problem ist auch, dass hier so eine kleine Stufe drin ist in dem Rahmen, hier in diesem Bereich, und da läuft die LED natürlich voll davor. Ne? Das heißt, ich müsste hier ein bisschen wegfräsen. Wenn ich Pech habe, wird es dann zu schmal, dass man hier schon an die Innereien der LED kommt, sprich ans Metall, dass das dann da nicht reinpasst. Das ist natürlich alles ein bisschen tricky, sage ich mal. Ansonsten hätte ich da noch die Idee, eine SMD zu nehmen und die auf den Lichtleiter aufzukleben. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Gerade mal was ausprobieren. Ich kneife mal hier kurzerhand das Köpfchen ab. Ja, was denkt ihr, das ist ja eine, warum macht der jetzt hier seine LED kaputt?
Ganz einfach, das sind Hellweiser, die werde ich wahrscheinlich sowieso nie im Leben einbauen. Die habe ich mir fälschlicherweise mal gekauft. Das ist so ein klar, also ein, wie sagt man, ein Kaltweiß. Für dich von der Farbe her absolut grausam. Ne, habe ich ein, zwei Mal ein Lokmodell verbaut, würde ich nie wieder einbauen, finde ich also extrem. Kennt das Wort, was mit SCH anfängt, ne? Also sowas kommt bei mir in kein Modell mehr rein, finde ich fürchterlich. So, jetzt habe ich da mal dieses Köpfchen abgeschnitten. Muss ich mal gucken, ob ich das da in den Rahmen reinkriege. Sprich in die Öffnung. Und könnte da dann ja eine rote SMD-LED hinten drauf kleben. Gucken, wie weit das da reinpasst. Dass das halbwegs vorne bündig abschließt, aber das tut es nicht. Das heißt, man müsste das da schon mit ein bisschen Gewalt da reinballern. So, ich habe das Ding jetzt mal gemessen, das sind 1,88 mm. In der Stärke habe ich jetzt natürlich nichts an Lichtleiter, da ist ja klar, ne? Das heißt, da muss ich mir erstmal was besorgen, was ich da nehmen kann. Heißt, die Lichtinstallation werde ich erstmal hinten anstellen müssen. Das heißt, rote Tower-LED fällt da auch aus, na, das passt auch nicht darin. Ja, da muss ich mir was überlegen, wie ich das mache. Heißt, meine nächsten Tätigkeiten, die ich machen kann, ist. Hoppala. Ich bin ein bisschen so weit, ne? So, das heißt, die Lichtinstallation muss ich erstmal außen vor lassen. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal hier ums Drehgestell kümmern. Weil, wenn ihr euch das mal anguckt, das ist halt total versifft und verfettet. Das dreht sich zwar super leicht, aber nichtsdestotrotz möchte ich dieses alte, gammelige Fett da entfernen und das mal ein bisschen frisch machen, ne? Ja, das ist schon ein bisschen eklig, wie das aussieht, das ganze Viech hier. Wie ich das zerlege und reinige, muss ich, glaube ich, nicht irgendwie zeigen. Ne? Das ist ja irgendwie Standard, das kennt ihr ja schon. Ja, das nimmt man auseinander. Dieses Drehgestell hier vorne mit einer Schraube wird das gehalten, hier hinten wird es gehalten mit einer Schraube. Das heißt, ich zerlege Kann ich den das, Kollegen mal so ein bisschen auseinanderbasteln. So, das Viech ist jetzt wieder fertig zusammengebaut. Das funktioniert da alles ganz gut. Ich zeige euch das mal. Das auch gefettet. Eine Batterie da dran. Und das läuft auch ordentlich leise, das Teil. Da bin ich schon mal sehr zufrieden mit. Ja, wunderbar. Das heißt, die Operation hat schon mal funktioniert. Das Lagerschild ist jetzt massefrei durch den kleinen Eingriff und kann dadurch für die Digitalisierung verwendet werden. Ne? Das ist schon mal super gut. Ja, freue ich mich. Ja, gefettet habe ich diesmal hier wieder mit meinem Label 106. Das ist PTFE Schmiere, sprich Fett. Soll halt nicht verharzen. Ne? Jo. Das Ding ist fertig. Ich habe dann hier an das Drehgestell schon mal eine neue Fleischmann-Profi-Kupplung dran gemacht und baue das Ganze jetzt wieder zusammen. Das heißt, das Ding kommt wieder da rein. Ganze wird dann wieder so da reingesetzt. Zack, zack. Halt, Moment, sehe ich gerade, da muss ich nochmal eine Leitung anlöten hier. Eine rote als Stromabnahme. Ja, das müsste ich dann noch machen oder kriege ich das nachher in eine? Ah, ne, das kann ich nachher auch noch anlöten, da komme ich noch dran. Das heißt, ich könnte das jetzt schon mal wieder zusammenbauen hier, das Ding. Das ist wieder im Drehgestellrahmen drin, das Motorviech hier. Das ist schon okay. Muss ich gerade schauen, wenn ich das jetzt in einem Rahmen einsetze. Ja, da komme ich dran, ist kein Problem. Da sowieso, ne?
Ich hatte ja gerade gesagt, ich habe da schon eine Fleischmann-Profi-Kupplung dran gemacht. Hatte ich ganz vergessen. Das ist ja auch ein uralter Kasten, den ich hier gerade umbaue. Und da kann man diese Fleischmann-Profi-Kupplung, die da eigentlich dran gehört, nicht dran machen. Die passt nicht. Zwei Gründe. Erstens, sie sitzt viel zu tief. Und zweitens ist sie zu kurz. Das heißt, hier aufgrund der Puffer, die wir hier haben, kann man hier nichts ankuppeln. Das gleiche Problem hatte ich jahrelang bei einem ebenso alten Modell der Baureihe 120. Da musste ich dann immer hier die Pufferbohle abmachen, um überhaupt was kuppeln zu können. Absolute Katastrophe natürlich. Und da hatte ich mir dann für dieses Modell zufällig mal gesehen, ich meine bei eBay wäre es gewesen, da hat jemand solche Kupplungsaufnahmen selber hergestellt, 3D-Druck meine ich. Und die kann man dann, die haben NEM-Schacht, die kann man dann in dieses Modell einbauen. Das habe ich bei der 120 hier gemacht. Und jetzt kann ich auch an die 120 entsprechend Waggons ankuppeln, ohne dass man die Puffer abmachen muss. Und da die 151 auch so ein alter Koffer ist, funktioniert das hier auch nicht mit dieser Kupplung, wie ich das eben schon sagte. Hatte ich vergessen, das heißt, das muss ich wieder auseinandernehmen und muss das mal probieren, ob das auch mit diesem Kupplungsschacht hier dann besser funktioniert. Das werde ich gerade mal eben tun. So, diesen Schacht habe ich jetzt hier eingebaut. Der passt also wunderbar. Das ist kein Problem. Dann mache ich jetzt dann gleich nochmal die Profikupplung rein. So, die ist da drin. Teste ich erstmal, ob die Höhe jetzt passt. Ja, also das kuppelt jetzt auf jeden Fall schon mal zusammen. Das war nämlich eben viel zu tief. So, da mache ich den ganzen Kram wieder hier rein. Und dann mal gucken, ob das jetzt auch von der Pufferbohle her passt. Naja, sehr viel länger ist es nicht geworden, aber naja, das passt immer noch nicht gescheit. Ja, das ist ja scheiße. Ja, wohl, so passt es so halbwegs. Ja, da das Drehgestell im Rahmen hier so ein bisschen Spiel hat, und wenn das Ding dann so fährt, ja, ich hoffe mal, dass das funktioniert, dass ich das Ganze in den Kurven hier dann nicht in den Pufferbohlen, sprich in den Puffern verhakt, na, weil das wäre ja super nervig. Das zieht das an. Ja. Na gut, auf jeden Fall kuppelt schon mal. Und wie gesagt, ich hoffe dann, dass das da zusammen nachher laufen wird. Ne? Schauen wir mal. Gut. Ja, finde ich sehr merkwürdig, warum Fleischmann da keine Kupplung anbietet als Ersatz, die dann da auch wirklich passen. Ne? A mit der Höhe und B mit der Kupplungslänge. Das finde ich sehr merkwürdig. Falls da von euch jemand einen Tipp hat, ob es da irgendwas anderes gibt als die Kupplung, das habe ich denn da jetzt eingebaut gehabt. Das müsste hier diese 6515 sein. Glaube ich zum. Nee, stopp, das stimmt nicht. Das ist nicht die 6515. Nee, das ist eine falsche Verpackung. Da waren meine Kurzkupplungen drin. Entschuldigung, da war diese Steckkupplungen sind da drin. Muss ich gerade mal schauen, ob ich jetzt noch irgendwo die richtige Nummer von diesem Zeug da finde. Aber ich glaube, das habe ich nicht mehr. Das Tütchen, wo das drin war. Nee, das ist leider. Verschwindibus. Nee. Muss ich passen. Also die richtige Nummer für diese Kupplung habe ich jetzt nicht. Ich glaube, oder sind das 6517 oder sowas? Auf jeden Fall. Ja, finde ich es halt schade, dass da Fleisch mal nichts anbietet, dass das passt. Ne? Das ist ein bisschen doof. Na gut. Aber wie gesagt, wenn ihr da eine Idee habt oder was Besseres wisst, wie man das Problem da lösen kann, bin ich wieder um jeden Tipp dankbar. Ne? Ach so, apropos Tipp. Und gerade beim Thema Tipps sind, da hatte ich ja letztes Mal gefragt nach diesem Buchsenkram. So, da habe ich hab dir ja gesagt, das wären Profi, wie habt das gesprochen? Ach scheiße, das habe ich den Namen gedacht. Hier steht da drauf, na bin auch blöd, Mensch. Präzisionsstiftleisten, habt ihr mir gesagt. Einmal Präzisionsstiftleisten. Um Präzisionsbuchsen, Rastermaß 2,54 war das, glaube ich. Ne? Ich meine 2,54 Rastermaß. Auf jeden Fall ist das genau das, was ich suche. Habe ich bei eBay gekauft.
Sehr schön. Händler heißt elektronikhalle.de, kommt aus Duisburg. Also sehr gutes Zeug, genau das, was ich haben wollte. Vielen Dank an dieser Stelle an eure Hilfe und eure Tipps. Das war schon mal sehr, sehr gut. Ja, jetzt müssen wir gucken, wie ich mit dem Koffer hier weiterkomme. Was mir jetzt nach wie vor noch fehlt, ist der Lichtleiter hier für die rote Beleuchtung. Den habe ich noch nicht. Ja, muss ich mal schauen. Ist bestellt. Hoffentlich kommt der morgen oder übermorgen. Gut. So, heute geht es weiter. Mein Lichtleiter ist gekommen. Da habe ich mir schon mal ein Stückchen von abgeschnitten. Jetzt bin ich gerade dabei, hier eine Fläche zu machen, wo ich die Decoder-Schnittstelle hinlege. Das heißt, dieses Modell ist zwar relativ viel Platz, aber man braucht ja trotzdem irgendwo eine Fläche, um den Decoder hinzulegen. Na, da kommt zwar nachher die Platine da oben drauf, aber da den Decoder oben drauf liegen, das wird nicht passen. Deshalb will ich das hier unten machen. Da habe ich mir jetzt eine Platte zurechtgeschnitten, ein Loch reingebohrt, hier nochmal zwei Streifen untergelegt, damit die Platte ein bisschen Höhe gewinnt, sodass hier vorne die letzte Achse von dem Drehgestell, wenn das ein bisschen hier so einfedert, dass das unten nicht an die Platte dran stößt. Ne? So, und jetzt habe ich hier entsprechende Auflagefläche für meine Schnittstelle. Die kann ich da schön festkleben. Wie muss ich gleich nochmal gucken. Und habe dann da auch noch ein bisschen Platz, um mir eine kleine Platine zu basteln für die Widerstände für die LEDs. Ne? Das ist so die Idee. Die werde ich jetzt erstmal weiterverfolgen und dann, wenn das soweit ist, beziehungsweise wenn ich da wieder ein bisschen was geschafft habe, dann können wir da gleich nochmal gucken. So, ich werde jetzt hier dann die Schnittstellenplatine aufkleben. Doppelseitiges Klebeband. Ich habe mir extra einen Strich gezogen, damit ich weiß, wo die Platine hin muss. Die kann ich nicht einfach hier platzieren, wie ich möchte. Die muss ziemlich mittig sitzen, weil da ja noch hier dieses Motorraumding drauf kommt. So, und das heißt, dieses Motorraumteil hat ja hier eine Wandung oder Wände und da muss natürlich dann hier die Schnittstelle direkt dazwischen sitzen. Ich zeige euch das gleich mal, wenn ich es festgeklebt habe, damit das Ding nicht hin und her rutscht. Weil wenn man den zu weit nach links oder rechts setzt, den Schnittstellenfred hier, dann kann man danach den Decoder nicht mehr draufsetzen. Dann hat man nämlich ein bisschen verloren. Deshalb muss das schon so ganz gut passend sein. So, ne? Platine sitzt. Das Ding ist da drauf. Jetzt kann man sehen, dass hier, wie gesagt, rechts und links ja noch ein bisschen Platz sein muss, um den Decoder aufstecken zu können. Ja, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Ja, und zwar, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Platz freigelassen, aber das sollte funktionieren. Okay, und ich mache das just for fun, setze ich das Viech mal locker da oben drauf. Ja. Ja, hat gerade so gepasst. Ne? Ihr seht also, der Decoder findet seinen Platz da drin. Und wie gesagt, hier sieht man halt, dass da rechts und links ein bisschen Luft ist zu diesem ja, Motorinnenraum, tralala, Imitatsviech da, ne? Dass da halt Platz ist. Da musst du halt ein bisschen drauf Acht geben, dass das da reinpasst, das Ding. Sonst ist es ein bisschen ärgerlich. So, der Decoder kommt wieder bei die Seite. So, jetzt kann ich hier schon mal Leitungen anlöten. Motor, Stromabnahme kann ich schon mal fertig machen. Und dann geht es halt hier um den Lichtleiter. Wie gesagt, da muss ich mir auch noch mal überlegen, was ich dann da jetzt für eine LED nehme. Weil der Lichtleiter alleine leuchtet ja nicht, ne? Und schon gar nicht rot. Da muss ich mal schauen, wie ich das bewerkstellige, was ich da hinten drauf setze. Mal noch was angucken. Also mega viel Platz ist da unten drin nämlich auch nicht. Ja, bedingt durch das Führerhaus oder Führerstandsinlay hat man hier natürlich auch nicht
unendlich viel Platz, zumindest auf der Seite, auch wo der Lokführer dann sitzt, ne? Da muss ich ein bisschen Acht geben, dass das nicht so weit rausragt. Ja, ich denke, ich werde da mit SMDs arbeiten müssen. Gucken, wo ich meine 1206er hingeballert habe. Wo sind sie denn, die kleinen Viecher, ey? So, das heißt, zum Einsatz kommen dann die 1206er. Da brauche ich dann vier Stück von. Das wird wieder ein Spaß, die kleinen Viecher zu verlöten hier. Super. Oh Mann, ey. So, hier ist wieder mein Lichtleiter. Das ist jetzt ein 1,5 mm. Das Loch hat eine Weite von 1,8 mm. Daher werde ich den wieder hier mit meinem Feuerzeug so ein bisschen vorne erwärmen. Dann bildet sich da so eine ganz kleine Linse. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Auf jeden Fall wird er ein bisschen glatter und runder. Ja, dann muss ich den auf die entsprechende Länge abschneiden. So, ne, das ist jetzt mein Lichtleiter. Wenn ihr das sieht, hier ist das Teilchen. Ne, dementsprechend da so eine kleine Linse. Und dann kommt der Kollege da rein. So, ne, das sind jetzt hier die beiden Linsen, sprich Lichtleiter, sind da jetzt drin. Die sind natürlich weiß, das ist ja klar. Ne. Aber da kommt dann ja, wie gesagt, die rote LED hinten drauf. Okay, das Ganze mache ich für die andere Seite auch nochmal gerade fertig. So, ich bastel mir gerade jetzt das weiße Licht zusammen. Ich habe da jetzt eine 3 mm warmweiß LED genommen. Da habe ich eine Seite hier unten so ein bisschen plan geschliffen, weil ich die dann hier auf den Lichtleiter aufklebe. Na, und wenn man was Rundes aufklebt, das hält ja sowieso nicht. Also habe ich die ein bisschen plan gemacht, damit die ein bisschen besser darauf hält. Das Ganze passiert wieder mit Sekundenkleber. Wir hoffen, dass der ganze Rotz funktioniert, dass es hält. Überraschen lassen. So, hier habe ich mir jetzt gerade meine SMD-LEDs zusammengelötet für das rote Rücklicht. Ja, das sind zwei 1206er. Die kommen jetzt noch in den Schrumpfschlauch und dann kann ich die da hinten einkleben. So, die sind jetzt hier in den Schrumpfschlauch eingepackt. Und so kann ich die jetzt hinter die Lichtleiter da hinten reinkleben. Ne? Ja. Das Ganze soll dann so da hinten reingeklebt werden. Hoffe, dass das funktioniert. Gut, schauen wir mal weiter. So, ich habe jetzt die roten LEDs schon mal da drin. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das aussieht. Sekunde. Also, da habt ihr das rote Licht. Ich denke mal, das ist ganz okay. Das ist schön hell. Werde ich natürlich mit Widerständen noch ein bisschen runterdimmen, ne, dass es nicht ganz so stark ist. Aber ansonsten ist das schon mal ganz ordentlich. So, ich habe jetzt die Lichtinstallation auf beiden Seiten abgeschlossen. Habe dazu die roten LEDs hier eingeklebt. Habe das Ganze nochmal mit ein bisschen Tape überklebt, damit das Rot nicht in den weißen Lichtleiter einstrahlen kann. Die Kabel habe ich dann hier zusammengeführt. Sprich, das Blaue läuft von einer roten SMD zur anderen roten SMD. Von da läuft es zur weißen SMD das blaue Kabel und von da läuft es halt hier in die Mitte zur Schnittstelle. Dementsprechend AUX1 grün läuft von minus SMD rot zu minus SMD rot, läuft dann nach vorne und das gelbe Kabel läuft dann hier von der weißen 3 mm LED von der Minusseite durch den Schrumpfschlauch hier in die Mitte. Auf der anderen Seite sieht es im Prinzip genauso aus.
Da sind auch die roten SMDs an der Seite. Da läuft von Minus zu Minus eine lilane Leitung oder violette Leitung. Ich drehe es nochmal um, dann könnt ihr es besser sehen vielleicht. Also violett läuft von Minus zu Minus rote SMD durch den Schrumpfschlauch in die Mitte. Dann blau von Plus rote SMD zu Plus rote SMD, von da zu Plus weiße LED. Und dann läuft blau auch durch den Schrumpfschlauch und dann noch einmal weiß von Minus weiße SMD läuft dann auch durch den Schrumpfschlauch hier in die Mitte. Ja, das heißt, die Lichtinstallation ist soweit abgeschlossen. Jetzt geht es noch darum, diesen ganzen Kabelkram hier anzulöten. Sprich, da muss ich jetzt noch meine Widerstände aufbringen und muss dann hier an die Lichtleitung dran. Da muss ich meine Stromabnahmen anlöten. Und meine Motorkabel muss ich anlöten. Ne? Dann wäre der Apparat soweit grob fertiggestellt. So, ich habe da jetzt sämtliche Leitungen angelötet. Hier an die entsprechende Verteilerplatten fürs Licht mit den Widerständen. Und von da dann entsprechend die Leitung an die MTC21-Schnittstelle gelötet. Ja, das ist... Also für mich persönlich ist es sehr schwierig, da die Kabel aufzulöten, weil die Pads alle sehr, sehr klein sind. Das ist schon sehr anstrengend und dauert super lange. Da waren die anderen Platinen, die ich da hatte, die waren ein bisschen größer. Das ging wesentlich einfacher. Das ist also für mich eine ganz schöne Fummelage, muss ich euch sagen. Wahnsinn, dauert ewig, bis ich da fertig bin. Ja gut, das Ding ist jetzt soweit verkabelt. Sollte hoffentlich funktionieren. So, der Apparat ist jetzt komplett fertig verkabelt. Ich habe da nochmal hier so einen kleinen LED-Strip eingelötet. Den lege ich dann hier rein als Motorraumbeleuchtung. Ja, heißt, da kommt jetzt der Decoder oben drauf. Und dann kommt der ganze Apparat mal auf den Teststand, ob das Ding funktioniert. Ne? So, der Apparat ist jetzt hier fertig. Steht auf dem Prüfstand. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Licht vorne, sieht dann so aus, Fleischmann typisch strahlt das auch mit in die Fahrerkabine rein, deshalb braucht man da auch keine Führerstandsbeleuchtung machen. Mit F1 dazu habe ich jetzt schaltbar hier das rote Rücklicht, beim Fahrtrichtungswechsel geht es dann hier auf rot. Und da vorne dann weiß. Und mit F2 habe ich dann hier noch die Motorraumbeleuchtung. Ich denke mal, das sieht auch ganz gelungen aus. Gefällt mir. Das heißt, das Gerät ist jetzt fertig und kommt dann gleich auf die Anlage zu einer kleinen Testrunde. Ja, kleine Vorschau, was demnächst so eventuell kommt, muss ich sehen. Ist das Modell hier. Die ist gestern mit der Post gekommen. Das ist eine Märklin. Eine 012. Natürlich ein Hamo-Modell, ist klar. Ne? Das ist die Verpackung. Ja, Modell steht da hinten, habe ich schon mal ausgepackt. Die werde ich dann wahrscheinlich demnächst irgendwann digitalisieren. So, der Apparat steht jetzt hier auf der Anlage. Licht ist da an, kann man sehen. Angehangen habe ich einen Güterzug, ist ja eine Güterzug-Lok, also passt das eigentlich ganz gut. Jetzt hoffe ich nur, dass das Ding auch noch fährt, wie es soll. Upsi, geht schon los. Ja. Also wenn ihr was quietscht, sind das die Waggons, nicht die Lok. Ne? Upsi.
Ja, die schnurrt wieder typisch wie eine Fleischmann mit ihrem runden Motor. Ganz angenehm, wunderbar. So, damit das Fahrvideo nicht so langweilig wird, habe ich nochmal einen anderen kleinen Güterzug dran gehangen. Ja, da quält sie sich ein bisschen, schafft es aber. Jo, damit ist die Rundfahrt
mit der Fleischmann 151 beendet. Ja, ein sehr, sehr altes Modell, was ich da umgebaut habe. Der Umbau hat sich gelohnt. Die Lok läuft Fleischmann typisch. Super leise, super angenehm, weich und rund. Gefällt mir sehr gut. Ja, der Umbau hat ein bisschen länger gedauert durch die Installation mit diesen roten LEDs. Aber das hat sich meiner Meinung nach auch gelohnt. Das ist ganz gut geworden, finde ich. Ja, ich bin soweit ganz zufrieden. Ja, bedanken möchte ich mich nochmal für die vielen Tipps, die ihr mir gegeben habt bezüglich dieser Steckerbuchsen, die ich mir da gekauft habe. Die werde ich demnächst sicherlich irgendwann einbauen. Ja, ansonsten danke ich euch natürlich wie immer fürs Zuschauen. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Macht's gut und tschüss.